Alles gut. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Game aus dem Magenta E-Trophy-Turnier, allerdings in der Beschreibung. Wir spielen witzigerweise jetzt gegen Tolkien. Tolkien hat Team Noway aus dem Weg geräumt, ist dadurch immer noch im Upper Bracket. Gegen die haben wir auch zwei Scrims gespielt, die ihr wahrscheinlich auch auf dem Zweitkanal gesehen habt. Umso überraschender, dass wir die hier wieder treffen. Wir hatten Seitenwahl, wir haben uns für die Blue Side entschieden, um uns den Ezreal zu sichern, weil tatsächlich ja, das ist ziemlich deadly. Außer als Tolkien das gegen Freddy gespielt hat. Das heißt, wir aimen hier für ein Ezreal First Pick. Der noch gebannt wird. Jon, okay, neu. Dann Ezreal, let's go. Ezreal First Pick it is. So, die haben diesmal Yone gebannt. Die werden mit Sicherheit wieder irgendwas Heavy Engage-mäßiges picken wollen, so Richtung Leona, Tristana, denke ich. Also könnte ich mir gut vorstellen, Ja, dass ich glaube tatsächlich ganz ehrlich, dass er eher für Swain geht. Ich glaube, Swain ist sehr gut gegen das, was wir spielen. Aber schauen wir mal. Ja, das wäre ein Adekarys auf jeden Oh, Fall. Xayah Rakan. Xayah ist sein bester ADC, meint er. Aber Okay. Xayah ist echt nicht geil into Ezreal. Normalerweise willst du ja, dass die Gegner nicht rein engagen, da ist Ezreal ganz gut gegen. Auch das ist richtig. Ja, und wenn die Rakan picken, dann bin ich halt mit Ezreal immer safe eigentlich, ne? Mit Level 6 Ja. vielleicht nicht mehr hundertprozentig, aber eigentlich auch. Ich denke, das Beste, was wir jetzt picken können, ist Amumu Trundle. Der Vel'Koz ist halt wieder Midlane, das siehst du eigentlich, glaube ich, schon, oder? Ja, Oder ist der das. Vel'Koz ist 100% Midlane, ja. Ey, Möchtest du nicht die kommen wir noch Anivia raus. haben? Oder ist Nee. die schlechter gegen? Ist Die nicht ist so geil, schlechter der gegen, Vel'Koz. oder? Die ist nicht gut. Aber ich glaube Aber einfach, Amumu picke ich dass auf jeden Fall. Amumu hier safe für uns sein sollte und ich glaube Der auch, dass. J4 ist offen. Fällt mir auf. Ja. Xayah ist Ja, ist gut, Xayah. Ja, auf ja. jeden Fall. Vel'Koz ist halt auch mal tot dann. Ja, aber Also. ich glaube, Trundle ist halt der Flexpick, ne? Ist das nicht mehr wert? Und die können ja keine Definitiv, Tanks mehr ja. picken. Dann pick Ja, Trundle. gut. Ja, gut, Ich meine, Schande. wir können ja immer Gut. noch Jarvan auf 4 picken. Ja. Mach Trundle. Wenn der nicht gebannt wird, ja. Wenn der nicht gebannt wird, true. Aber ich Wenn die glaube davon nicht, dass ausgehen, die. dass es Flexpick ist. Ja, ich denke, die gehen davon aus, dass der Jungle gehen wird, weil wir den eben auch im Jungle gespielt haben. Ich habe den, glaube ich, bis jetzt nur im Jungle gespielt, auch in Scrim gegen die. Also, ja. Ja. Anivia ist fein Matchup into Vel'Koz. Aber nicht das Beste. Was ist denn so gut dagegen? Engage-Shit halt, So ohne also den meistens ich eigentlich gespielt habe. AD-Assassins oder so. Ja. Irelia, ja. LeBlanc zum Beispiel ist gut, wenn man drumherum spielen will. Ja, Aha. also da würde ich uns auch sehen. Also. Wir sollten jetzt wahrscheinlich den Jungler wieder wegbannen, ne? Was haben wir denn das jetzt mal da gebannt? Oh Die shit. Top-Lane ist offen. Top-Lane ist aber eher relevant. Ich habe War die das falsche Grace Kindred? OPGG Grace? offen. Wo ist denn der richtige Grace OPGG? Kindred irgendwie? Hatte der gespielt? Grace Nee, hatte der. also der hat hier noch Grace, Lilia, Diana, Ah ja, wir hatten Talia. Lilia gebannt, weil es gut gegen Stimmt. Trundle ist. Was hatte der am Ende dann nochmal gepickt gegen uns? War das was Sinnvolles? Nee, ne? Xin, Einmal oder? Xin Ja, und einmal Grace. Also Grace er hat erstes Game, Xin Xin reingepickt zweites. into Trundle, Ja, deswegen. wir bannen wieder Lilia. Ich glaube, das ist genau Ja, der. aber sie können halt auch, also für Full Early Game mit Xin mit dem Xayah Rakan, und das werden die auch tun. Also Nee, da habe glaube ich ich, glaube nicht. ich. Ich glaub nicht, dass es gut ist. Also wenn die das machen, gewinnen wir einfach. Also Trundle Beats ist besser gegen Xin und Xayah Rakan ist im Early Game nicht mehr so krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Game Winning ist für die. So, die werden Top Last picken, das heißt, die picken jetzt Jungle und dann können wir entscheiden, ob wir da Trundle in dem Matchup haben wollen oder ob wir einen Top Lane schicken. Um noch den Jarvan zu holen, der ja auch gut ist. Ja, sehr gut, super. Die Das ist picken Jarvan. natürlich sneaky. Das ist jetzt natürlich irgendwie. Wir den Trundle zum Jungle packen. Ja. Was pick ich Dann denn jetzt? Midlane erstmal. Ja, wir müssen beide gleichzeitig picken, ne? Ja, weil dann kann ich Hab länger nicht jeden überlegen. Champion, deshalb würde ich Call gerne haben. Ja, ist nicht so einfach. Corki? Ist eigentlich nicht so das beste Matchup, ne. Gib mir mal Xerath. Wenn du hast. Joa, Jesus. Da hast du ja noch 2 Sekunden, sobald er auf Null ist. So, ich kann Ja, jetzt ist. natürlich safe Topside Gnar picken. Ich kann aber auch einfach Irelia blind picken. Was ist denn Und. mit Wukong hier? Wir müssen ja irgendwie auf die drauf kommen und du True, ich kann interruptest auch Jarvan und komplett der Rakan. Malphite, aber das würde ich einfach nehmen, das Matchup. Ja, und ich glaube auch, actually, dass das Matchup winning ist. Wir haben halt wieder sehr schön Poke. Und diesmal aber halt nur. Also kein J4, dafür ein Trundle. Aber Ja, die haben halt halt Amumu, übel geilen Wukong Engage halt. auf mich, also ich glaube, der Was Xerath sagen? Pick ist hier nicht so ultra geil, aber let's see.
Das sind halt schon sehr Early Game, so. Die wirklich nicht. Also wirklich, Xayah kann es wirklich nicht Early. Ich weiß, kommt das so vor, ja. Aber es ist hart. Also wenn du dich Level 1 wählen lässt, okay, aber sonst ist halt wirklich fein. Also in der Theorie ist Vel'Koz, Xayah, Ornn ist heavy late. Weil die sind sehr, sehr deadly hinten raus. Aber wir haben aber besser einen Teamfight. Das heißt, wir können das also ein bisschen negieren. Ich glaube auch. Wobei der in der Teamfight auch echt deadly ist. Ne? Wenn wir poken dürfen. Aber dürfen wir nicht gegen Ornn. Also. Vor allem Ornn, Jarvan, Rakan. Puh. Ich hätte hier Ornn und Jayfer wieder ulten wollen. Ja. Ja, Daniel, also du bist auf jeden Fall fucking tanky. Einfach passiv. So ein Ornn auszunehmen ist, glaube ich, richtig geil. Hm. Okay. Ja, wir haben wieder gutes Teamfight-Potenzial. Wir haben gutes Catch-Potenzial auch wieder, ne? Das hat das letzte Mal sehr gut funktioniert, dass wir einfach auf irgendwas engagen. Ja. Ich glaube, Kopf ist ein bisschen schwerer als in den Scrims, ne? Also da hatten wir deutlich Winning Drafts. Diesmal ist es also es ist hart, es ist halt, erstens müssen wir aufpassen, dass die uns nicht einfach engagen. Beziehungsweise Johnny muss aufpassen. Und es ist jetzt schwer für uns zu engagen. Der Plan ist tatsächlich einfach, dass wenn die uns engagen, ich in die Backline springe und die Zone. Ja, und wir gehen das Teilzeit raushole. Das Wichtige ist wieder, Trundle Ults zu callen, ne? Wen du ulten wirst. Irgendwas. Level 1 stehen wir ganz normal, wir stehen ganz normal. Wobei, haben die uns invaded das letzte Mal? Ja, ne? Ja, das erste Game. Also Invade-Covern oder nicht? Okay, ja, Rakan invades. Lass mal hier rein. Okay, ich würde hier unten warden. Ich warde den Red, falls wir invaden. Ist gut. Ich kann halt hier rüberspringen mit dem Rakan und dann... Ja, das ist doch tot. So. Ja, die Botlane kann nach Hause gehen. Für was spielen wir denn hier wieder? Für Top? Ja, wie eigentlich. Da musst du da starten. Ja, ich bin nicht auf dem Weg. Unsere Botlane ist ein bisschen spät dran. Ja, ich habe halt 56 den Base gechannelt, dann bin ich noch da. Also, ja. Ja. Sag ja nur. Die könnten für ein Late Invade gucken, oder? Nö. Also, die sind Level 1. Da stellt sich unser Mittel aber schon. Ja, ich stehe hier. Jetzt haben die da gewardet und jetzt kommt gleich die Rakan wie rüber. Das wäre Next Level. Sonst noch Angstgespenster. So. Lässt den oben wieder pushen. Wir müssen hier rum. Aber wir sollten nicht. Ich glaube nicht, dass ich den pushen lassen. Okay, jetzt schon ist. Ich denke, ich mache hier einen Vierkampf. Jarvan kann actually auch Level 2 cheesen. Ne? Ja. Denk dran, wenn der weggeht, kannst du auch einfach deinen Pillar vorstellen. Ja. Ist leider leicht. Der wird halt für Mitte schon, der J4, das ist ziemlich anfällig in der Theorie, aber wenn Bot safe steht, sollte es fallen. Ja, die haben die Wave zu hart gepusht, also wenn der J4 nicht nach 2 Camps Botlane gankt, dann sind wir hier fein. Nice. Würde ich gerne. Ich werde die Midlane hier freezen. Raus. Kannst kommen, wir können hier diven, ich hab den runtergechunkt. Auf dem Weg. Ich hab kein Flash, ich kann... Ja, gut. Warte, bis die Wave von der Tor ist, jetzt kommen wir. Okay, wir haben jetzt das Problem, dass die Wave von uns weg ist. Pusht, eventuell. Sehr schön. Ich nehme mir die Crux. Da ist aber auch niemand drauf reagiert, ne? Jedes Game diven wir Level 3 Toplane. Ja. Ach, als ob das nicht Turret Range ist, willst du mich verarschen gehen, Alter. Aber es sieht ja vom Waveset her noch spielbar für dich aus, ne? Mit dem Botlane-Situation. JV maybe on meinem Birds. Wird langsam schlechter, ne? Ja, ich glaube auch.
Das ist auch noch nicht viel. Also es wäre gut, wenn wir vielleicht Botlane gleich ein Cover kriegen, damit wir die Wave rauspushen können. Ja, ich glaube, Chande sollte nach der Topset KBE resetten, ne? Ja. Und dann guckst du mal in deinen Botset-Jungle rein und dann kannst du vielleicht mal auf die Lane durchjoggen. Jarvan-Bot, Horn hat nicht TP'd, by the way. Okay. Ja, dann ist der Follow-Up-Gank auch nicht mehr so relevant. Ja. Du willst die Lane jetzt basically auch solo. Der hat aber meine Birds genommen, der Jaffa. Ja, der ist auf 28 CS. Wir müssen die Botlane rauspushen, das ist halt sehr gefährlich. Der ich bin auf dem Weg, ich laufe gerade durch. Ich komme so schnell ich kann. Wir haben in der Theorie auch Tippies, aber ich weiß nicht, wie die in Position sind. Also nicht sonderlich. Hoffentlich nicht. Bitte, bringt glaube ich nicht so. Eine Minion wird denied, aber das ist okay. Ne, wird er nicht, oder? Also wenn die hier auf euch drauf hüpfen, ich bin jetzt hinter euch, by the way. Ich würde die Wave gerne einfach auspushen und dann resetten. Ich hätte einen perfekten Back, wenn ich die Minions alle kriege. Was? Hört sich doch gut an. Ist das drin? Sehr schwer, ne? Können dafür greeden, das zu halten. Okay, ist drin. Nice, Glückwunsch. Das ist doch fantastisch. Die werden jetzt die nächste Wave hart pushen, dann werde ich eine verlieren, aber ich glaube, das ist okay. Geh auch fest von aus. Nice, Gigafriend. Ich meine, der Ornn hat Toplane schon komplett das Smog gekriegt. So. Sein ist die hier jetzt mit Drake gehen wollen? Ja, gehen wir auch wieder ab. Die ficken dann ihr Dingsbums, ihr Backhand-Timing, also ich glaube nicht. Wie ist das mit Mitte, Sams? Können wir, geflasht, wir so? Können Mitte 100% killen, wenn du kommst. Botlane ist auf jeden Fall ein bisschen, also Vorsicht, Rakan kann move. Okay, ich müsste Mitte flashen. Ja, okay, der hat uns gesoloed, I guess. Der kommt Mitte, der J4. Rakan kann auch kommen. Nice, ich muss komplett raus hier. Ich weiß nicht, ob du überlebst, aber ich kann dir nicht helfen. Doch, Ornn muss nicht. Ich sollte leben. Das war Flash von Velkos. Das ist jetzt... hier rennt mir ein sehr wütender J4 hinterher. Der könnte jetzt auf dich Mitte gehen, Johnny. Ja, ist fein. Schau mal. TP Mitte? Oh, actually, der Dive. Kannst du Bukong TP schauen? Aber mein, ist fein. Komm mal hier. Der ist am Enden, der ist ja, ich move. Hast du? Nee. Oh mein Gott. Wir können hier wieder resetten. Du kannst für Mitte gucken. Ich bin Mitte dead. Oh, nevermind. Oh mein Gott, ich hätte meinen Pillar halten sollen. Fuck. Ah, you're fine, yes. Oh, nice, good job, guys. Topman hat jetzt auch TP raus. Du hast TP für mich, recht. Oder? Also, ich werde da auf dem Weg zu seinem Red Buff. Du kannst da drauf TPen. Und, wenn ich Hilfe brauche. Guck mal. Ornn wird noch eine Wave brauchen, bis er Level 6 ist. Botlane ist low, kein TP in Level 13, die könnten gleich für einen Dive gucken wollen auf Botlane. Also es wird jetzt wahrscheinlich in einer Minute könnten die uns diven. Er ist jetzt Level 6. Ich versuche mein TP bis dahin zu halten und die Wave dementsprechend zu manipulieren. Ja, kann auch schauen, machen, wenn du nach dem Rapper direkt top reinkommst. Eine komplette Top die hardpushen jetzt auf. Botlane, die hardpushen jetzt Botlane. Ja, die Maybe machen das, weil da ist nicht hier. Ich kann aber Mitte kommen. Ne, du kannst top gehen. Top. Ja, meine ich. Ich kann bloß nicht sprechen. Das ist okay. Du musst nur spielen. Okay, die dive uns nicht Bot, wir sind fein Bot. Okay. Stop. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Mitte hat kein Flash, ich würde den sehr gerne nochmal abholen. Den Flubber kriegst du. Nee, kann... Ja, doch, Action würde ich ihn wahrscheinlich. Ja, Die Botlane ist Mist, Vorsicht, Mitte. Ja. Kann sein, dass die für ein Reset gehen und dann Mitte oder Toplane roam, aber. Ist alles fein, ich muss hier eh super Dev spielen. Okay, die sind Bot, sind da. Bot. Ja, ich komm zum Blue. Stressiges Game, Alter. So, ich hab nicht so viel Damage. Ja, ich hätte mehr erwartet, aber ja. Naja, ich auch. Also. Ich mach sofort Herald. Du kannst jetzt mit dem Blooper Fahrt reinpushen. Jarvan ist bei mir, ich kann hier nicht pushen. Ich hab kein Mana, ne? Also ich kann nicht pinnen. Also ist schon sehr, sehr risky, der Herald. To be honest. Ja, die Botlane move bitte. Die könnten für einen Dive. Nee, es gibt keine Wave. Okay. Ich komm hier. Aber bei HD kann ich nicht mehr das. Ich hab auch Ult, falls irgendwas low ist, dann sag Bescheid, vielleicht kann ich snipen. Ich werde einmal resetten gehen, die Wave bitte zu mir pushen. Die
Botlane. Ich mach Sachen, die einfach nicht im Master normal sind, dann kann er mich auch spielen. Also, komm. Okay. Take it. Expect the unexpected. Ich würde jetzt gerne meine 3 Camps clearen noch, dann bin ich sehr gut dabei. Wie ist ein Botlane also, aktuell? Meine Bots. Alles fein, alles fein. Ihr könnt die spielen, Wave ist am Slow pushen langsam zu denen, obwohl, nee, never mind, das drückt zu uns. Aber, ja, ich glaube nicht, dass die hier was machen können. Okay. Das kann nicht die Wave holen, sein. Okay, ich nehme Reset. Velkos ist auch geresettet. Was ist unser Plan mit dem Herald? Wieder Mitte? Ja, Mitte ist immer gut. Wir können aber sonst auch überlegen, ob wir Toplane cracken, ne? Ja. Ich glaube, das ist hier tatsächlich ganz gut, damit weil wir haben ja aktuell ein Lead. Und die Scale nicht schlecht, damit wir das Game ein bisschen beschleunigen, außer Kontrolle bringen. Ja, und ich glaube auch tatsächlich... Weil die müssen mich dann an das Push. Ja, probiert trotzdem nach... Na, ah ne, du hast super viel Gold Runde, ne? Ja, ich würde noch meine Camps fertig machen. Ja, ja, okay. Horn ist Miss. Da lass mal gerade. Die move ganz komisch runter, die wollen diven, die wollen Bot diven. Ich hab TP ab, alles gut. Ja. Wir beantworten den Dive mit TPs und Seradoid. Ja, ja, hier Botlane ist Dive kommt. Ich muss schauen. TP kommt, TPs. Okay, ja. Oh, sehr schön, oh, sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott, das war insane. Insane am Move. Ah, oh, scheiße. My bad. Okay. Ah, Naki. Kommen wir hier noch Fixer? Velkos? Ja, unfortunate. Ich bin sehr low, ich mach mein Camp. Ich hab noch meine Ultimate ab. Ja, dann gehen wir das. Das ist ja der ihre Ult rauskriegt. Ja, keine Summoners. Tolkien hat keine Summoners. Das ist natürlich unfortunate, komm ich nicht ran. Back on Flash. Okay. Oh shit. Oh shit. Ja, Sieht gut, gut aus. Den Top-Lane super viel dafür, ne? Na. Bitte auch. Kannst du da ran? Schade. Ja, ich nice glaube, wir sollten einfach dabei bleiben, dass wir um Top-Lane einfach spielen. Dass wir ja, 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 auf jeden Fall. Aber es war trotzdem, also der TP ist richtig. Also eine Ground-Rule brauchen wir quasi. Trundle, du savest dein Pillar immer für Velkos-Ult, okay? Also, ja, weil ich glaube, ansonsten ist einfach, die Velkos-Ult gerade hat halt 4000 Damage gemacht. Weil halt keiner von uns... war basically gekillt von Xayah-Federn und Velkos-Ult. Ja, das ich halt. War halt vom Velkos und fast so das Server. Ich hab halt versucht, einfach nicht ulten zu lassen. Aber das ist ein lass uns einfach für den One-Shot, für den Velkos was haben. Weil alle anderen haben nicht genug Range in dem Moment. Tolkien hat keine Summoners mehr. Ja, der Rakan hat am Ende auch noch geflasht, also. Ich komm hoch mit dem Herald einfach, oder? Ja, müssen wir. Brauchen wieder Tempo im Game. Du lebst da sehr gefährlich, Amumu, ne? Oh ja, Amumu lebt sehr gefährlich. Ja, aber macht ja was, was man auf Master. Wir können den ganzen Turret nehmen, ich hab Bombplating. Nicht Bombplating, sondern das Turret-Push-Ding da. Ja, ich hab Divine. Also. Nee, danach auf direkt bleiben. Nice. Soll das hier wieder für einen Dive gehen wollen, Bot? Ja, wir pushen jetzt hier zwei. Wir lassen einfach nur einen Herald chargen. Ja, mit deinem Smith und Jungle kann auch kommen. Ja. Oder was sein? Sie gehen Botline. Ja, die sollten Drake gerade machen eigentlich, deshalb meine ich. Ja, der hat den gepinkt worden. Die machen auf jeden Fall Drake. Okay. Okay, der hat den Drake schon, scheiße. Und ich nehme jetzt noch den Red Buff das auch ab. Ja. Nice. Hab. Schönes Play. Ja, das war sehr, sehr wichtig. Good job, guys. Ich renne jetzt einfach straight Botlane. Trader, komm mal bitte. Schauen, was passiert. Ich TP mal vorne drauf. Lass mal schauen, was passiert. Können die, glaube ich, für... Ja. Ich hab Ulti ab. Okay. Flash. Rüber geflasht. Die Botlane geht, move Mitte. Botlane move Mitte. Was für? Ja. Okay. Xayah kommt zurück, Rakan auch. Okay. Hier. Kannst du engage? Schau mal hoch. Kommst du rein? Ich geh Base, ne? Ja, ja. Oh shit. Ah, ja. Actually dead. Oh, Vorsicht. Ja. Schade. Jaffa aber auch. Ja. Ich stehe mir zu halten. Ja, hat er weg aus. Nein, der hat kein Flash-Mensch.
Er ist tot, oder? Ist was? Nee, nee, ich komm nicht ran. Really? Ja. Botlane dive, Botlane dive, oh, well played. Die Frage ist, wird das sich jetzt. Kannst du mal schauen, ob du hier den Ohren abbrechen kannst? Na, ah, es kam. Okay. Vekos miss. Der Javna kennt Flash. Vekos ist wieder mit so. Hier, share deine 6. Du Bot kannst wieder haben. Ja, ich würde resetten. Botlane ist auch geresettet, also die können jetzt überall gleich hinkommen. Ja, die sollten eigentlich Toplane swappen. Also es ist halt sehr, sehr schwer, auf die drauf zu engagen, weil die Xayah Rakan haben. Also die Idee ist tatsächlich einen zu catchen, I guess. Und nicht ein full-on Teamfight. Kriegen den. Nee, Wukong hat noch nicht so richtig auf die Map bekommen, ne? Also ich glaube tatsächlich, dass in die Botlane reinzuspielen halt sehr schwer ist. Midlane Pressure wird halt super wichtig, wir müssen als erstes am Objective sein. Den nächsten Drake müssen wir auch contesten, ne? Yes. Aber dann sollten wir auch easy contesten können. Ja, war hier. Ja, klar. Das ist halt schwächer. Was hattet ihr von dem Plan, dass wir über Topside hier, während die am dritten Drake sind, das Game enden? Gefühlt, also... Nee, können wir jetzt oben mit Wukong und das Problem ist einfach, dass wir... Unten? Ich kann nicht... Ich glaube, es ist 10 HP. Hier wird ein Jarvan sein. Das Problem ist, wenn wir Top-Lane nehmen, verlieren wir das Game. Also dann können wir das Game nicht vernünftig zu Ende spielen. Wir müssen den Herald Mitte setzen, weil Midlane so wichtig ist. 9 Sekunden bis Ulti, wenn die jetzt was versuchen hier. Wenn wir noch beim Botlane Dive gucken wollen, haben wir was, um das zu beantworten? Nee. Okay, dann lass den Tower fallen. Lass den Tower fallen. Kriegen Mitte aber sehr. Okay, oh, Java Mitte. Ich glaube, der Velko State noch umzuholten. Die Botlane move Mitte, die Botlane move Mitte, Vorsicht, die Botlane move Mitte. Rakan aber keine Ult, Rakan keine Ult. Okay. Velkos ist noch Mitte, der war 1 HP da. Oder okay. Sollte zumindest keine Ult haben, außer die Büsche stinken halt. Ah, ja, wir gehen raus. Sire so, ja. Nimmt mal einen Jungle. Das müsste dir nicht gefallen. Okay, die kommen hier alle. Okay, die haben gerade die Blastcone genommen. Okay. Eine Minute auf Drake, jeder der resetten muss, geht jetzt doch mal Base. Brauchen gleich Rakan alles, was wir haben. Drin. Sei Rakan. Das Wichtige ist jetzt quasi, dass wir über die Midlane Prior kommen. Also ich glaube tatsächlich, dass du... Ich glaube, du kannst oben die Wave lassen und kommst sofort Mitte. Ich glaube, wenn wir dich nicht haben, verlieren wir hier den Drake 100%. Und ich glaube, du kannst schauen, ob du auf den Wukong in Engage triffst. Auf den Velkos. Die sind halt hier irgendwo deep drin. Ich hab keine Ult. Vorsicht Mitte, die können alle kommen da. Ja, wir müssen jetzt alle Mitte kommen, damit wir... Mit mir mit Amum, nicht durch den Jungle durchlaufen, sondern hier über die Mitte. So, und jetzt müssen wir hier geschlossen... Da ist Topside, wir können auch mal Botside rotieren jetzt. Ja, gehen wir hier. Achtung, hier kommt Velkos Poke. Ja, sagt der und wird getroffen. Well played, Jungle. Nice, wir haben die komplette Vision nochmal bekommen, das ist sehr viel wert. Achtung. Geht die Engage. Amumu muss da dann rein. Die engaged noch. Ja. Okay. Xayah? Xayah keine Ult. Ja, ist doch unser Fight, I'm on my way, I'm running. Six in ein Gold, nice. Okay, wir sollten Drake machen. Drake. Ja, mach Drake, ich geh nur. Also, kann ihn. Ich brauch relativ lange alleine. Ja, ich bin auch da, aber ich brauch noch zu zweit relativ lange. Also ja, Wukong, bitte zu Drake. Ich bin on the run. Ich wollte nur wegen Midlane, weil die jetzt Midlane gleich kriegen. Ja, ich renn da hin. Ich hab Homegods. Das war jetzt nützlich, dass ich da gewesen bin. Ja. Meine Mente ist. Double Control Ward. Okay, das war huge, ne? Das war ein guter Fight, das haben wir gut gemacht. Und ich hatte nicht mal eine gute Position tatsächlich. Nee. Das war okay. Ja, ich wollte einfach gewonnen-hittet, aber irgendwie war es halt. Ja, ich wollte eigentlich außenrum gehen, um zu flanken, aber die haben einfach engaged. Deswegen war das ein bisschen awkward, wo ich stand. Warum haben wir den Fight gewonnen? Weiß das irgendwer? Weil ich weiß es nicht. Ich hab die Xayah sowieso und die musste wegflashen, weghealen.
Also AD Carry Team Primary Engage überlebt. Okay. Ich hab halt Ding abgekriegt, J4 Ult, Velkos Poke. Also die haben falsch gefokust. Haben wir eine gute Amumu-Ult durchbekommen? Das ich hab drei Leute damit getroffen. Ja, dann Leute. Warst du der Kunde, dass wir den Teamfight gewonnen haben. Sagen, nee, du hast keine Speckline bekommen, das sind genau die beiden, die weggekommen sind. Ja, das ist mir egal, du hast trotzdem den Teamfight gewonnen. Ja, das Backline aufgehalten, das ist wichtig. Oh, Velkos, der freut ein bisschen, actually, vom Positioning her. Die Vision hier. Ja, könnt ihr da clearen? Und ansonsten lasst mich dann jetzt hier mal ein bisschen poken, weil ich habe immer noch Flash. Sag, wann ist denn so ein Moment, wo du so Giga-OP bist? Hier bin ich mit in der Midlane stehe, oder? Ja, das stimmt auch. Ja, ich tanze gerade ein bisschen am Turret rum, warte. Ja, Amumu kann, glaube ich, mehr. Bitte den Blue Buff machen, du bist hier kurz alleine fallen, oder? Naja, eigentlich immer nachdem die Wave gepusht ist, quasi. Weil jetzt kann ich die Wave nicht zuerst. Als wenn der das noch machen darf. Ich hasse Ornith, ey. Pech. Nice, jetzt kannst du gehen. Okay. Fokus, ne? Amumu kannst du hier warnen. Okay. 400 Gold brauche ich. Ja, versuch eher deine Private zu nutzen, um Mitte zu rotieren, damit wir mit der Wukong Ult da Fights gewinnen, okay? Da war 101 in Ornn ist auch einfach sehr optimistisch. Ja, ich kann ihn einfach runterrennen, wenn der Tower down ist. Ich habe einfach die Dings, die Ultimate nicht richtig gecancelt bekommen. Ist vollkommen fein. Die pushen oben. Wir müssen es wäre gut, wenn wir jetzt Amo quasi aktuell noch nicht fighten würden. Ich würde ja gerne noch 400 Gold farmen für meinen Black Cleaver und danach ist. Okay. Amumu, geh hoch. Mhm. Oh. JV oh Mitte, die wollen Johnny. Hast du Flash oder was? Flash. Haben wir das? Javan auf Half-Life. Was haben die benutzt? Nichts oder? Javan kommt hoch. Na, lass mal hier weg. Ich krieg jetzt Top and Tower unten. Um und im Kennen. Also, wenn ihr ein bisschen chillt. So, ja, ja, ja. Mitte? Ja. Hey, Koslo. Okay, das Game ist ein anderes als die Game bis jetzt. Also, bin ich einfach gestresst von diesem Dix-Game. Aber wir haben eine Poke-Cop mit Xerath, ne? Das ist, Six ist nicht so ein Poke-Champ wie Xerath. Das heißt, es ist actually worth, wenn ihr einfach um mich herum steht wie ein Deathball. Ja. Und mich einfach machen lässt, quasi. Mega stark und Farbe ist wichtig. Ne? Du musst quasi einfach, wenn die engagen, wenn der Ornn-Ult kommt hier oder so, dann dürft ihr nicht weglaufen. Ihr müsst vor mich laufen. Das ist das Wichtige quasi. Also bis auf Ezreal, obviously, ne? Okay, könnt wieder hochgehen. Wenn die so kommt, dann ist es fein. Jetzt kann ich den Ornn auf der Seite auch matchen. Jetzt ist der Tower down. Jetzt kann ich ihn runter sprinten. Ich will noch 500 Gold für den nächsten. Das wäre gut, aber ich glaube, die kriege ich nicht mehr, ne? Beziehungsweise 300, wenn ich Item verkaufe. Darf ich noch die nächste Wave annehmen? Oh, ich ja, Mitte all in. Kommst du raus? Ja, schon, aber. Javan. Ja, ist gut. Ich hab ihn geultet. Reicht nicht. Das ist jetzt. Müssen wir wahrscheinlich Drake droppen, aber können wir noch schauen. Wir können. Ah, weiß ich gar nicht. Ja, den Primary. Ich hab jetzt zwei Items, ich bin ziemlich stark. Und dann was ist, wenn wir Nash machen? Die haben überhaupt keine Vision darum. Nee. Ich glaub, den machen wir nicht stark. Wir haben keinen guten Nash damage. Lass um Drake fighten, warum denn nicht? Ich muss sagen, wir müssen gar nicht droppen. Wenn Ezreal also zwei Items hat. Ja, wir haben ja keine Trundle Ult, so. Die bist da wieder ab, oder? Flash. Ja, ich kann nicht. Wir das ein bisschen gut in den Ausgang? Okay, ich nehme hier einen Reset, aber ich hab TP, ich komm sofort wieder. Aber ja, ich hab zu viel Gold. Für eine bedingte Teamfight. Okay, die haben hier Vision. Nice. Kommt gut poken. Ich würde mal ganz von außen rumkommen, so. Velkos ist low, der Velkos ist low. Ja. Wenn ich einfach auf die Gage, was passiert dann? Da gewinnen wir oh, das sehr schöner Interrupt. Go. Xayah von der Seite. Das ist ein Wetter, On. Okay, jetzt Xayah. Okay, nevermind. Wir immer noch jumpen. Okay, der ist raus. Drake. Traumhaft engage. Ja. Nutzloser Flash, aber traumhafter Engage. Schade, ich hatte vertrunken mit. Egal, ja. Sehr gut. Schöner Flank. Ich gehe bitte Tier 2 halten. Das war ein Fight, wo ich 2000 Gold hatte, by the way. Also. Ja, ich habe auch 1,5. Das ist okay, wenn ich Portland Wave annehme. Ja. Können eigentlich, ja. Einfach.
keine Welt, wo die hier was kriegen. Ich farm noch ein Camp, dann habe ich mein Second Item, dann bin ich super tanky. Nice, sehr, sehr gut, Leute. Wir haben wieder den Druck standgehalten. Okay. Ich hätte überrascht, dann ist Tolkien gerade noch an meinem Grim. Ja, ja, die haben Exit-Camps gemacht. Oh, eine Wave pushen, resetten und dann. Actually, ja, wechsle ich auf Blue Ticket. Ich glaube, die machen vielleicht einen Sneaky Nash hier. Achtung, ne? Hier sind Gegner. Amumu dead. Ist fein, ist fein. Ja. Oh mein Gott. Gibt noch jemand? Das ist actually probably Nash. Bitte Nash sein. Komm mal hier hin. Wenn der Jarvan dich hier checken kommt, killen wir den. Velkos ist Bot, Velkos ist Bot. Ja, aber. Ja, mit hast du noch Hope? Hast du noch irgendwas am Wissen? Nee, überhaupt nicht, ist das Problem. Der TP da rein, ich ulte rein, um zu gucken. Okay, wir haben hier noch einen Wind. Ich mach. 8k, 8k, 7k. Ja, komm mal her, mein Junge, ein bisschen poken. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin auch da, wir können das, wir können das. Ist unser Fight, die müssen raus, ja. Einfach poken, nehmen wir den, nur chillen. Übernehmen den erstmal nicht, kein 50-50, wobei. Okay, Xayah auf 1 HP. Oh, schade. Doch, Nash. Hast du Smite? Ja. Ja. 1500 mit Johnny WQ. Oh, what's mein Gott, denn? Der ist ja richtig wütend, der Nash. Finish it. Ah, Mama. Passiert. Ich hab gedacht, wir machen Mitte? Bei. Nee. Immer. Oh mein Gott. Ja, passiert. Ist gar kein Ding. Passiert. Ist völlig wurscht, warum. Sind durch. Wenn du bei irgendwas First haben willst, dann call das. Ansonsten gehen wir immer davon aus, dass du safe smart ist. Oh, wir kriegen noch Mitte hier 2 und dann exit die Botside-Camps. Also beim Rauslaufen nehmen wir hier noch die Camps mit. Hey, Johnny Blue? Na, ich glaube, ich hätte gerade gechased. So, wir müssen jetzt resetten für Mitte. Hier kommt wer, hier sind Baron Buff Minions. Ja, okay. Natürlich leider der Tank ist der aber, ne? Trotzdem dead, nice. Sehr schön. Pinkwood clear und Basen. Die rennen Mitte durch. Ja, ja, die sollten auch Mitte durchrennen. Müssen, Inip, können wir deffen. Alles davor, eher weniger. Ich hab Ult ab, also wenn ihr dann Engage seht. Ich hab leider erst 50 Sekunden Ultimate. Nee, also ja nicht, ne? Sei denn, der Moment trifft der One-Hit-Wunder. Ja. Okay, die werden jetzt wieder die Exit-Camps hier machen. Lass mal hinterher rennen, bitte. Ah, ne, Moment, die haben Provision auf uns, ne? Aber ich glaube, wir können trotzdem hinterher laufen. Vielleicht recordet da jemand dumm oder so. Die sind 100% hier überall. Okay. Wann hat da ein Wort? Geh mal hier den langen Weg. Ah, die haben auch Nash-Recall, ne? Ist actually ein dummer Chase, glaube ich. Ja, können wir Mitte pushen, aber es hilft auch nicht so sehr. Ich bin dabei, Mitte zu pushen. Das ist hier oben eine sehr tiefe Angelegenheit. Ich dachte, wir sind alle da. Okay. Ist okay. Clearen. Eine Minute bis Drake. Ja. Das Schöne ist, weil ich das letzte Mal beim Flash beim Drake geflasht bin, konnte ich nicht dumm flashen. Haben wir, Amumu, hast du noch WhatsApp? Kann ich noch resetten für Last Whisper? Also ja, kannst du. Stell mal einen hier rüber direkt. Hier rüber. Einfach ein Ward. Es geht nur um TP-Wards. Das heißt, an Stellen, wo man normalerweise nicht wartet. Und einen hier. Sidelines sind noch am Pushen. Der Velkos hat noch kein TP ab. Und jetzt einfach mit der Knallpflanze raus. Die Pflanze und ganz schnell weg. Ganz schnell weg da. Okay. Den Red Buff nimmst du jetzt, Astrium. Das wird jetzt unser Fight hier. Die Xayah ist jetzt Omega-Fett, ne? Die hat gerade richtig, richtig viel Geld bekommen. Das heißt, relativ wichtig. Denkt dran, den Pillar für die Velkos-Ult, ne? Ist der Einzige, der quasi den über Range hinterwerfen kann. True. Und wenn wir wieder einen Wukong-Flank finden, auch über einen TP, super gerne, ne? Ich glaube, Front-to-Back ist sehr schwer zu spielen, aber sobald du in dem Flank bist, ist es Game 1. Und ansonsten, lasst mich poken! Mit. Ich begebe mich schon mal auf den Weg außen rum. Ihr müsst aufpassen mit Lane, wenn ihr engaged werdet. Ja, wir haben Midlane Prior abgegeben. Das war nicht ganz so gut. Tolkien hat einen Chunk. Die sind dran.
Kann man? Ja? Ich hab eine gute Ult vielleicht. Ich hab Zion geultet. Er ist Xayah. Bei HP da, Vel'Koz. Ich hab den Vel'Koz. Xayah, Xayah, Xayah. Shot für Xayah. Ich hab die kriegen wir auch, ich hab dich. Oh Gott, der Xerix. Nevermind, sorry, I lied. Let's go. Bot, Toplane. Ja, okay. Ich lass dich solo, ne? Ich tippe da nicht auch. Ich glaube, es ist ein bisschen matsch. Nee. Wir kriegen Inip überhaupt? Ich krieg zumindest ein Turret, das gibt viel Druck. Wollen wir den Inip überhaupt? Wir würden den Inip auf jeden Fall wollen. Ist wieder dritter Drake. Das ist immer die Safe-Antwort. Wenn ein Team drei Drakes hat, muss man nehmen. Okay. Das andere ist immer optional, aber das ist safe. Ja, ich kann ja mal nicht nehmen. Schöner Flank. Okay, Nash ist next. Xayah kein Flash, also die hat auf jeden Fall kein geflasht. That is huge. Ich hab jetzt noch drei Items, also. Der Vel'Koz geht halt nicht für einen Sonyas, ne? Der wird jede Teamfight bitte exakt so sterben. And I love it. Ich hab diesen Teamfight halt gar nicht gesehen, also. Ja, ich hab den einfach fast gewatcht und dann ist er halt rausgeflasht. Hat angefangen zu channeln und dann kam sein Urteil von oben. Sehr gut, Leute. Auch schön hier mit Ezreal, mit dem Hinterhergehen auf Xayah, das ist so wichtig. Weil der Rest nicht so hinterherkommt. Der hat jetzt ein GA raus. Der hat eben Stopwatch gemacht, benutzt. Ja, der hatte noch kein GA, der hat GA ab. Achso, ach stimmt, ja. Aber ich glaube, also, solange wir Johnny beschützen, ist GA auch nicht das Problem, wenn das proct. Oh, hier ist ein Jarb. Ja, schau mal. Der hat keine Standarte. Alter, echt wenig cool und drauf, Mann. What? Wie ist denn der gerade rübergedasht? Mit Standard E. Ja, aber da ist doch durch mein Lurch mit durchgedasht. Oh, Amumu? Ja, geh mal für Akkad, okay. Nein, 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 alles gut. TP, ja, sie haben TP gebaitet on. Wir müssen Sidelays drauf pushen first. Ich kann Volkien immer weghauen, der. Ja, aber ich würd jetzt erstmal. Also Botlane pushen alleine gleich. Aber ja, ich würde erstmal auf Topline gehen auf das Pushen. Na gut. Bevor wir irgendwas großartig starten, ich habe auch kein Ultimate. Na gut. Aber ansonsten ist auch nicht unser Plan zu engage, ne? Unser Plan ist, mir Zeit zu geben. Die engage bitte. Oh mein Gott, ich hab getrollt. It's probably over. Boah. Ja. Das war's wahrscheinlich. Kannst mal schauen, ob vielleicht kriegst du die Wave, aber der Orn kann das auch facetanken. Okay, das ist sehr gut für uns. Überleben. Ja, das war's. Und gleich wieder Ult. 20 auf Rakan. Schade. Ah, GG. Oh, yes, baby. Yes. Ja, schade, Jungs. Wir machen eine Minute Pause. Und dann schauen wir nochmal, was Sache war. So oder so. Dann halt übers Loser Bracket, ne? Bis gleich. Schade. War ein gutes Game. Ja, es ist halt, also tatsächlich ist halt eine Xerath-Comp ist halt viel schwerer zu spielen als eine Six-Comp. Ich hätte hier einfach für einen Soul-Sitter gehen sollen. Dann hätten wir das Game gewonnen. Und am Ende muss ich ein bisschen dominanter sein in dem Coin, weil quasi die ganze Combo nicht so ausgespielt werde, wie sie ausgespielt werden muss, aber das liegt ja ausschließlich an mir. Ich kann ja genau sagen, was ich will und dann ist es fein. Die Idee wäre hier gewesen, dass man die ganze Zeit zu 5 Mitte ist, ich einfach die ganze Zeit engage, die ganze Zeit poke und wenn die engagen wir auf den engagen und gewinnen mal das Game. Aber in dem Moment, wo quasi Wukong hochgeht, können wir gar nicht schnell genug rausbacken, weil die Gegner ja on-ult engage spielen. Klar, wenn ich den sauber flashe, dann maybe. Die Hitbox war auch keiner crazy. Aber da wird man normalerweise nie rauskommen. Im Nachhinein war Xerath wahrscheinlich nicht der Pick. Hat eine sehr gute Winner gegen Xerath, aber ich habe in der Lane, war ich sogar actually behind. Das darf natürlich nicht sein. Ich muss hier in jeder Lane Firehead sein. Der andere Pick wäre LeBlanc gewesen, aber LeBlanc ist halt sehr schwer, weil ich wusste, die Gegner picken auch Tank Top. Xayah kann einfach mit der Ultimate countern, dann wird es sehr schwer, das zu spielen. Gute Draft-Phase der Gegner muss man Knight plus anerkennen. Und nicht gut genug unsere Win Condition ausgenutzt. Shit happens. Ich mache kurze Pause. Und das nächste Game gibt es natürlich auch wieder auf YouTube. Ich glaube, es geht jetzt gegen Argorin oder so. Schauen wir mal.